Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video, dieses Mal wieder über YouTube. Warum? Ich habe nämlich vor 2 Tagen ein richtig interessantes Buch gelesen, die 45 Sekunden Präsentation. Und ich weiß, dass Network Marketing absolut eine einfache Sache ist, aber dass es so einfach ist, hätte ich niemals gedacht. Network Marketing ist im Endeffekt folgendes, es ist so wie, wenn du das erste Mal Network Marketing machst, es ist so wie das erste Mal beim Sex. Du weißt weder, wo vor noch hinten ist und meistens ist es schnell wieder vorbei. Genau das Gleiche ist bei uns auch. Das heißt, wenn man nicht versteht, wie das Ganze funktioniert, dann wird man sehr, sehr schnell die Lust daran verlieren. Und im Network Marketing gibt es genau eine Regel und die lautet einfach, versuch dich so schnell wie möglich zu duplizieren. Das heißt jetzt nicht einen zu bringen, sondern es heißt einfach Leute zu bringen, die wiederum Leute bringen und deren Leuten das beibringen, wie sie neue Leute bringen. Warum? Dadurch wird natürlich Umsatz generiert, dadurch entsteht ein Verbrauchernetzwerk auf das, was jeder Einzelne bezahlt wird. Okay, Duplikation, wie schaut das Ganze aus? Einfaches Rechenbeispiel, wir haben zum Beispiel folgendes, wenn ich 2 Leute ins Business starte, Sponsor etc., entsteht in der ersten Ebene natürlich nur 4 Partner. Schauen wir weiter, wiederum in der zweiten Ebene entstehen 8 Partner, ist schon relativ cool. Und in der dritten Ebene hätten wir 16 Partner. Absolut jeder im Network Marketing kann sich vorstellen, 2 Leute zu finden und das in 3 Ebenen zu duplizieren. Die wenigsten Leute können sich aber vorstellen, vor Hunderten von Leuten zu sprechen, eine Organisation von mehreren tausend Leuten zu führen. Aber um was geht es eigentlich? Es geht einfach um Folgendes, dass du deine Leistung auf ein Netzwerk duplizierst. Und absolut jeder kann das definitiv in 3 Ebenen mit 2 Partnern duplizieren. Ich gebe jetzt ein weiteres Beispiel, wie einfach und vor allem wie genial es ist, wenn man nur einen Partner mehr sponsert, okay? Einen Partner. Wie schaut es in der ersten Ebene aus? Okay, 9 Partner, relativ angenehm. Wie schaut es in der zweiten Ebene aus? 27 Partner, also da ist schon ein deutlicher Unterschied zu 2 Partnern, die was man in der zweiten Ebene sponsert. Und jetzt passt auf, in der dritten Ebene haben wir 81 Partner. Okay, das heißt, einen Partner mehr sponsern auf 3 Ebenen und ich habe insgesamt 65 Partner mehr in meiner Organisation. Und jetzt gebe ich euch das nächste Beispiel, dann wieder das Beispiel mit 2 Partnern, was ich absolut wieder vorstellen kann. Jetzt sah es so. Ich bringe jetzt nur 2 weitere Partner ins Spiel und dupliziere das wieder auf 3 Ebenen. Und jetzt passt's auf. Erste Ebene, okay, 16 Partner. Geht. Zweite Ebene, 64 Partner. Und in der dritten Ebene, 256 Partner. Das heißt, ich habe, weil ich nur 2 Partner mehr sponsor, insgesamt 240 Leute mehr. Bitte lasst euch das auf der Zunge zergehen. Absolut jeder im Network Marketing kann sich vorstellen, mit Hilfe des Sponsors, mit Hilfe des Enrollers 4 Personen zu bringen und denen beizubringen, wie man auf 3 Ebenen dupliziert. Absolut jeder. Das traue ich absolut jedem zu. Okay? Und jetzt die Königsklasse, dann wieder das Beispiel mit den 2, was ich relativ lieb finde. Und jetzt so, bringe ich nur 3 weitere Partner ins Spiel. Pass auf, in der ersten Ebene 25 Partner, in der zweiten Ebene 125 Partner und in der dritten Ebene 625 Partner. Das sind insgesamt 780 Personen in deinem Network. 780 Partner, die was durch den Ursprung deiner Empfehlung in dieses Geschäft gekommen sind. Das ist jetzt völlig egal, welches Geschäft sie machen. Ich kann euch sagen, Network Marketing ist so einfach wie noch nie. Und da gibt es jetzt noch genau 2 Varianten, warum Verkäufertypen sich im Network Marketing so schwer tun, ist folgendes. Sie sponsern Leute, okay, PEQ, persönlich eingeschriebene Partner, sie sponsern und sponsern, sponsern und sponsern, aber sie duplizieren sich nicht. Sie glauben, wenn sie einen bringen, haben sie ihre Leistung dupliziert. Absoluter Bullshit. Mit einer Person hast du gar nichts dupliziert, absolut nichts. Variante 1 funktioniert nicht. Variante 2, ganz ehrlich, absolut die geilste Variante. Du startest, du bringst jemanden dazu, das ist zum Beispiel der Fritz, und du lernst jetzt den Fritz, jemanden dazu zu bringen. Und natürlich bringt der Olli auch jemanden dazu. Was passiert? Du schulst den Fritz, wie man schulen kann, zu sponsern. Und der Riesenvorteil ist jetzt folgender. Wenn jetzt du aufhörst, der Fritz weiß trotzdem, was er zu tun hat, weil du ihm gezeigt hast, wie er es zeigen kann, zu sponsern. Was passiert, wenn der Oliver aufhören würde? Das interessiert niemanden, weil der Fritz weiß, wie Sponsern funktioniert. Was passiert beim Karl?
Absolut genau das Gleiche, weil wir lernen, Leuten zu lernen. Teach to teach. Ihr habt das so oft gehört, aber jetzt gebe ich euch das schwarz auf weiß. Teach to teach ist einfach die genialste Sache ever, okay? Und ihr müsst euch vorstellen, Network Marketing ist so wie Autofahren, oder? Wenn du ein nagelneues Auto hast, würdest du das deinem besten Freund geben, wenn er ein Auto fahren kann? Na, würdest du nicht. Und wie ist das im Network Marketing? Wir starten Leute, bringen ihnen aber nicht bei, Auto zu fahren. Was passiert? Sie fahren das Auto zu Schrott, stornieren. Was entsteht? Demotivation. Was entsteht? Leute stornieren, schlechtes Gerede, bla bla bla. Wir kennen das Ganze. Wie kann man das umgehen? Indem man Leute schult, wie man schulen kann, zu sponsern, zum Einschreiben zu bringen. Okay, und jetzt geht's weiter. Network Marketing ist im Endeffekt so wie eine Autofahrt nach Kroatien. Warum? Was für Dinge musst du auf jeden Fall machen, um in diesem Geschäft erfolgreich zu werden? Du kommst um diese Dinge nicht herum. Erstens, du musst einsteigen. Das heißt, im Endeffekt ist es so wie beim Auto. Du steigst in das Auto ein und du drehst den Schlüssel um, dass der Motor losgeht. Okay? Das ist die erste wichtige Regel. Die zweite Regel ist einfach, ja. Um irgendwo hinzukommen, brauchst du einen Dank, okay? Du brauchst einen Dank. Das heißt, genauso im Network Marketing, du brauchst Produkte. Ohne Produkte, vergiss es. Wie willst du ohne Produkte jemanden dazu zu begeistern? Das funktioniert nicht. Dritter Punkt ist einfach, ja, wenn du im Auto drin sitzt und keinen Gang rein tust, dann hast du ein Problem, weil das Auto wird nicht losfahren. Wir haben kein Automatikgetriebe im Network Marketing. Man muss Gänge schalten, man muss in die Gänge kommen, man muss tägliche Aktivitäten setzen, okay? Produktive Aktivitäten, nicht irgendwelche Videos weiter verlinken, liken und Leute dazu kommentieren, sondern man muss selbst sich den Arsch aufreißen. Nur so funktioniert es. Und die vierte und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ist einfach, währenddessen du auf der Autofahrt nach Kroatien bist, triffst du Leute, sprich mit den Leuten über diese geile Geschäftsmöglichkeit, sprich mit den Leuten über den Produkten und empfiehl es die Leute weiter. Das im Endeffekt, das ist das simpelste ever. Absolut jeder kann sich vorstellen, 5 Leute zu bringen, gemeinsam mit deinem Sponsor in 3 Ebenen zu duplizieren. Und dann entsteht etwas, und zwar ein passives Einkommen, von dem die meisten Leute nur träumen. Ich habe wirklich 2 Jahre nicht gewusst, also die letzten 2 Jahre habe ich es natürlich erfahren dürfen, die letzten 23 Jahre, Entschuldigung, habe ich nicht gewusst, was passive Einnahmen sind. Ich kann euch sagen, das ist das Kraftvollste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Leute, betrachtet Network Marketing einmal von einer anderen Blickweise, und zwar Network Marketing ist definitiv die Zukunft. Es ist kein Schnellwerde-Reichssystem oder sonst irgendwas. Es ist ein einfaches, duplizierbares System mit genialen Produkten. Völlig egal, welche Firma. Ich rede jetzt für alle Firmen. Network Marketing ist definitiv die Zukunft. Leute, stellt die richtigen Fragen und seid dabei.